Kapitel 608. Die Erde wird vor Schmerz stöhnen, während der Antichrist sein Erscheinen in der Öffentlichkeit vorbereitet. Montag, 5. November 2012, 18.50 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, die Welt muss sich jetzt auf die großen Veränderungen vorbereiten, die ich zugelassen habe, um die Menschheit auf das zweite Kommen vorzubereiten. Viel Arbeit ist durch meine geliebten Anhänger geleistet worden, um Millionen von Seelen zu retten, durch die Gebete, die ich euch gegeben habe. Eure Treue zu mir, eurem Jesus, meine geliebten Anhänger, heißt, dass ihr mir Seelen übergeben habt, die jetzt sicher sind und die sonst in die Hölle geworfen worden wären. So mächtig sind eure Gebete, dass rechtzeitig, wenn Millionen mehr meine Botschaften der Liebe und Hoffnung annehmen, dass Milliarden von Seelen gerettet werden. Mein Werk durch euch, meine Jünger, rettet Tausende und Tausende von Menschen täglich. Ihr dürft deshalb niemals Zweifel zulassen, die euch von Zeit zu Zeit natürlich befallen werden, die euch aber vom Beten abhalten könnten. Jetzt müsst ihr zuhören. Viel wird jetzt geschehen. Die Stürme werden überall auf der Welt zunehmen. Und die Erde wird vor Schmerz stöhnen, während der Antichrist sein Erscheinen in der Öffentlichkeit vorbereitet. Es dauert nicht mehr lange, bis er sich präsentieren wird. Meine Tochter, konzentriere dich weiterhin auf das Verbreiten meines Wortes. Auch wenn vielleicht viele Hindernisse vor dir auftauchen werden, lass nicht zu, dass irgendetwas die Weitergabe meiner für alle bestimmten Botschaften verzögert. Es wird nicht die Zahl der Menschen sein, die das Buch der Wahrheit oder meine Botschaften erhalten werden, sondern es wird die Zahl der Menschen sein, die meine Kreuzzuggebete beten, was den Unterschied ausmachen wird. Die Gebete werden die Macht des Antichristen schwächen. Es werden die Züchtigungen sein, die von meinem Vater zur Erde gesandt werden, welche jene Führer und Gruppen erschlagen werden, die es wagen, seine Kinder zu verletzen. Die Macht Gottes wird diejenigen bedecken, die ihn lieben. Die Macht Gottes wird diejenigen beschützen, die sich bekehren. Gott, mein ewiger Vater, wird fortfahren, seine Gnaden auszugießen, bis seine Macht alle seine Kinder auf Erden bedeckt und beschützt. Geht nun hin in Frieden, Hoffnung und Liebe. Vertraut auf mich, und alles wird gut sein. Euer Jesus.